Hallo, das ist die Jemi. Ja, ich möchte mit euch heute diesen Pullover stricken. Ich habe eine ganz dicke Wolle genommen für Stricknadel Nummer 8. Und ich habe es aber so gemacht, dass ich praktisch zwei Wollen genommen habe, eine dunkelblaue und eine graue, also jeweils für Nummer 4, und habe die doppelt genommen. Weil ich einfach finde, dass das so ganz ein tolles Muster dann ergibt, wenn man das da sieht. Der Pullover wird ganz einfach gestrickt. Also die Ärmel einfach gerade rauf und dann eingesetzt. Also es wird ganz was Einfaches sein. Ja, dann lasst uns mal anfangen. Ich habe jetzt da mein Rückenteil fertig. Und zwar, ich habe 50 Maschen angeschlagen, habe immer zwei rechts, zwei links gestrickt, und zwar das Ganze über 6 Reihen, das ist mein Bündchen. So, und dann habe ich einfach gerade hoch gestrickt, und zwar ich habe jetzt 92 Reihen gestrickt, also die Hinreihe rechte Maschen und die Rückreihe linke Maschen. Also wie gesagt, ich habe 92 Reihen gestrickt, aber ihr könnt das natürlich so lang machen, wie ihr wollt, oder so kurz. Und nach 92 Reihen habe ich 20 Maschen gestrickt. Dann habe ich 10 Maschen abgenommen und wieder 20 Maschen gestrickt. So, und dass wir jetzt da den Halsausschnitt kriegen, besser gesagt, das ist ja das Rückenteil, für den Rücken hinten einen Ausschnitt, links vorgestrickt. Dann habe ich 2 Maschen abgenommen, da wieder die Reihe zu Ende gestrickt, wieder links. Dann habe ich 1 Masche abgenommen, dann wieder natürlich fertig stricken und links. Und habe dann die restlichen 17 Maschen abgekettet. Und dasselbe macht man natürlich auf der Seite genauso. Und somit ist das Rückenteil fertig. Also ganz einfach, ohne Armausschnitt, weil wir wollen ja ganz einen einfachen Pullover stricken. Das Vorderteil, das wird natürlich fast genauso gemacht. Also wir haben wieder 50 Maschen, 6 Reihen im Bündchenmuster, und dann geht es weiter, Hinreihe rechts, Rückreihe links. Und bis zum Halsausschnitt habe ich jetzt 90 Reihen, also beim Rückenteil waren es ja 92. Da habe ich 90 Reihen, weil natürlich vorne der Ausschnitt sollte natürlich ein bisschen größer werden als wie hinten. Habe auch wieder meine 20 Maschen gestrickt. 10 Maschen abgekettet, 20 Maschen, dann Rückreihen links, dann habe ich aber nur 1 Masche abgekettet und hin und her wieder 1 Masche und wieder 1 Masche, und somit wird das ein bisschen größerer Ausschnitt. Wir haben natürlich dann wieder unsere 17 Maschen, wenn wir in derselben Höhe sind wie das Rückenteil, und die werden da wieder abgekettet. Natürlich auf der anderen Seite macht man dasselbe, weil es sollte ja gleich ausschauen. Ich habe jetzt vorder- und Rückenteil schon mal zusammengenäht, also oben an der Schulter, natürlich beidseitig, und dann an der Seite. Und für einen Armausschnitt habe ich natürlich freilassen, da werden dann die Ärmel eingesetzt. Ihr könnt so viel freilassen, wie ihr wollt. Manche mögen die Ärmel ein bisschen enger, manche ein bisschen weiter. Also das bleibt jedem selber überlassen. Einen Ärmel habe ich jetzt schon fertig. Natürlich braucht man dann ja nur einen zweiten dazu. Und zwar, ich habe 20 Maschen. Habe wieder 2 rechts, 2 links gestrickt über 6 Reihen. Dann kämen 8 Reihen, also Hinreihe rechte Maschen, Rückreihe linke, also 8 Reihen. Und in der 9.
Reihe nehme ich hinten und vorn jeweils eine Masche zu. Und so macht man das jetzt immer weiter in jeder vierten Reihe, also in der 13., in der 17., in der 21. Also immer alle vier Reihen eine Masche zunehmen, bis wir 38 Maschen auf der Nadel haben. Und dann strickt man einfach gerade rauf. Es wird einfach gerade rauf gestrickt, das Ganze. Und ich kann euch jetzt gar nicht sagen, wie viel dass ihr da stricken sollt, weil ich weiß nicht, wie lang eure Arme sind. Messt es einfach ab. Zieht den Pullover, den ihr jetzt schon fertig habt, also vor der Rückenteil zusammengenäht, zieht es einfach an und hebt die Ärmel hin. Und dann seht ihr genau, wie viel dass ihr da noch braucht. Also bei mir sind das jetzt, gerade drauf sind bei mir jetzt 34 Reihen. Aber wie gesagt, messt das selber ab, was ihr das braucht. Und dann wird einfach das Ganze abgekettet. Ja, und den zweiten Ärmel macht man natürlich genauso. So, mein Pullover ist jetzt fertig. Ich habe jetzt alles zusammengenäht und vernäht. Auch den zweiten Ärmel habe ich jetzt eingenäht. Und für den Halsausschnitt, also ich zeige euch das mal, wenn man das so sieht, habe ich drei Reihen feste Maschen drüber gehäkelt, weil ich finde das einfach immer viel einfacher, wenn man da drüber häkelt, als wenn man es aufnimmt und strickt. Also einfach drei Reihen feste Maschen drüber stricken, dann kriegt man diesen Halsausschnitt. Ja, und somit ist unser Pullover fertig. Ich wünsche euch viel Spaß beim Nachmachen und bis zum nächsten Mal. Eure Jemi.